بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد So, liebe Geschwister, kommen wir inshallah ta'ala zu Kapitel Nummer 11, welches da lautet Ghusl al-Nabi, die Totenwaschung des Propheten, wa takfinuhu und seine Einwicklung in die Leichentücher, wie sahen die aus, welche, etc. Wa salatu alayh, wie wurde für ihn gebetet, wa dafnuhu und sein Begräbnis tatsächlich. Und das ist das längste Kapitel. Das wird uns einige Zeit kosten. Aber es spielt keine Rolle. Mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam seine Zeit zu verbringen, ist einer der schönsten Dinge, die man machen kann. So sagt der Autor, rahimahullah, der schon verstorben ist. Dhahala as-sahabatu li mauti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Also die Sahaba waren bestürzt, geschockt, so wie wir sahen im letzten Kapitel. وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمْ دَلِيلٌ لِمَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ. Das ist jetzt ein Fall, der so noch nie stattgefunden hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist noch nie gestorben. Also wissen sie nicht, wie verhalten wir uns jetzt in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, sie haben viele Muslime begraben und für sie gebetet, aber tun wir das Gleiche auch für ihn sallallahu alaihi wasallam? Und sie waren in einem Schockzustand. Und du weißt, wenn du in einem Schockzustand bist, bist du erstmal perplex und weißt nicht, wie du handeln sollst. So ist diese Kunde, die passiert ist, dieser Zufall, in dem sie sich befinden, größer als der größte von ihnen überhaupt. Er meint damit, schau dir zum Beispiel an Omar. لَا يُتُقِلُّهُ قَدَمَاهُ. Er ist in Ohnmacht gefallen, wie wir gehört haben. وَأَبُو بَكْرٍ يَبْكِي. Und Abu Bakr ist da in seinem weinenden Zustand. وَيُعْلِنُ الْحَقِيقَةَ وَحْدَهُ وَيَتَحَمَّلُهَا وَيَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا. Doch trotz alledem hat er die Leute, wie wir gehört haben, befestigt und gefestigt durch Allahs Erlaubnis und durch die richtigen Worte, die ihm Allah eingegeben hat. Denn letztendlich hat er sie gerettet nur durch Koran. Durch einen Vers, wo man Muhammad und illa Rasulun, kann khalat min qablihi Rasul. Und sein Wort, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Wa tazdahimu al-ahdathu ala al-kiram. Und die Angelegenheiten werden immer mehr und es wird immer brenzliger. Okay, er ist gestorben, was machen wir? Sollen wir ihn waschen? Wie sollen wir ihn waschen? Sollen wir ihn begraben? Sollen wir warten? Wie verhalten wir uns jetzt? فالمدينة لا زالت تشتمل على الذين مردوا على النفاق. Und in Medina befinden sich immer noch geübte Heuchler. Sie sind sehr geübt im Nifaq. Sie wissen, wie sie Islam zeigen, aber den Nifaq verstecken. ممن أشربوا في قلوبهم الكفر. Hier ist das. Sie haben in ihren Herzen den Kufr eingesaugt, aber äußerlich zeigt er dir Allahu Akbar, ich bin Muslim, etc. وَالْعَرَبُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ. Und die Araber sind ja noch frisch im Islam, also gerade raus aus der Jahiliya, noch anfällig dafür, rückfällig zu werden. وَالْجَيْشُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ يَتَجَهَزُ لِغَزْوِ الشَّامِ. Und das haben wir gehabt, dass Usama ibn Zayd außerhalb war für einen Krieg gegen den Scham. وَالنَّاسُ مَأَلِفَةِ الْحُكُمْ. Und die Menschen haben das Urteil oder die Regelungen noch nicht richtig intus. وَمَعْتَادَةِ النِّظَامِ. Und das Urteil oder die Gesetzgebung ist noch nicht in der Ada, gehört noch nicht zur Gewohnheit. وَمَا جَرَوْا عَلَى مَذَاهِبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ قَبْلَ أَنْ يَمْتَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالدِّينِ الْجَدِيدِ. وَمَا جَرَوْا عَلَى مَذَاهِبِ السَّمْعِ. Und sie haben noch nicht diese Weisung von Hören und Gehorchen. Qabla,
hatten sie nicht, bevor Allah subhanahu wa ta'ala sie beschenkt hat mit dieser neuen Religion. ودهش الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الأمر الهائل. Und die Sahaba waren erstmal ratlos aufgrund dieser enormen und gewaltigen Angelegenheit, die passiert ist. Unser Führer, unser Imam, der Imame ist gestorben, Muhammad صلى الله عليه وسلم. فانشغلوا في جمع صف الناس على إمام واحد يصلي لهم صلاتهم. So waren sie beschäftigt damit, جَمْعِ صَفِّ النَّاسِ, um die Menschen zu sammeln, wir würden sagen unter einen Hut, dass es einen Imam geben soll, wird, der für die Menschen vorbetet. وَيَقُومُ عَلَى حَاجَتِهِمْ, und sich um ihre Besorgnisse und Angelegenheiten kümmern soll und sie regeln soll. وَيَجْمَعُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ, sodass sie ein Herz und eine Seele ist, wie man so schon sagt. وَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ, und dass alle ein Wort aussprechen, gemeint ist, alle, die den gleichen Weg gehen, die gleichen Manhaj haben, etc. Manhaj ist der Weg. وَانْتَهَ الصَّحَابَةُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَتَوَلَّى, als dann die Sahaba fertig waren mit dieser Angelegenheit, وَتَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ, und Abu Bakr dann tatsächlich der nächste Führer war. ثُمَّ الْتَفَتُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ, nach all diesen Angelegenheiten haben sie sich nun zum Propheten صلى الله عليه وسلم gewidmet, مِنْ أَجْلِ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ, um ihn nun zu waschen und einzuhüllen in die Leichentücher, وَالصَّلَاتِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ, und um für ihn zu beten und ihn dann letztendlich zu begraben. فَالْحَقِيقَةُ الْمُرَّةُ لَا بُدَّ مِنْ تَجَرُّعِهَا, die bittere Wahrheit, sagte, es muss sein, dass man sie runterschluckt. Wir müssen ihn jetzt waschen. Und jeder von uns, der bei einer Totenwaschung dabei war, von einer seiner Familienangehörigen, weiß, was für ein Kloß du dann im Hals hast und wie emotional das ist. Doch das ist Muhammadun Rasulullah. Beliebter war er bei ihnen als ihre Väter und Mütter und Familie. Ihn müssen wir jetzt waschen und einhüllen und begraben und für ihn beten. وحار الصحابة في أمر غسله ودفنه صلى الله عليه وسلم. Aber die Sahaba waren in einer Art Ratlosigkeit und Hira, Verzweiflung ja schon fast. Wie sollen wir ihn waschen und wie sollen wir ihn begraben? Wir kennen keine Ahadith dazu, die er in seinem Leben gesagt hat. Oder die Hadith, die wir gehört haben, sollen wir sie auch für ihn praktizieren oder gilt für ihn etwas Spezielles? تقول عائشة رضي الله عنها, عائشة hilft uns natürlich wieder in dieser Thematik, رضي الله عنها, لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. Erste Problematik war, sie sagte, als sie den Propheten صلى الله عليه وسلم waschen wollten, sagten sie, Wallahi, wir wissen nicht, sollen wir ihn nackt ausziehen? So wie wir die anderen ausziehen, also nicht komplett nackt, die Geschlechtsteile bzw. der Aura vom Bauchnabel bis Knie bleiben verdeckt. Sie waren sich jetzt uneinig, sollen wir ihn so waschen wie alle anderen normalen Muslime oder sollen wir ihn waschen und er ist komplett angezogen, weil es gebührt sich nicht, dass wir ihn entkleiden. فَلَمَّا اخْتَلَفُوا, als nun Meinungsverschiedenheit entstanden ist, wie sie sich zu verhalten sollen, أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ, und das ist von den Wundern, die passiert sind zu seiner Zeit. Und der Hadith ist sahih in den Sunan von Abi Dawud. Hat Allah auf sie einen Schlaf gelegt, sodass alle eingeschlafen sind. Und in manchen Überlieferungen, bis das Kinn die Brust berührt hat. مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ, hier steht es, مَا مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ, als sein Kinn auf seinen Brustkorb, voll am Schlafen. ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِّن نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدَرُونَ مَنْ هُوَ, dann haben sie eine Stimme gehört von der Ecke des Zimmers. Keiner wusste, wer es ist.
أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. Wascht den, das haben sie gehört, wascht den Propheten sallallahu alaihi wasallam und er ist dabei angezogen. Also nicht ausziehen. La tujarriduhu min thiyabih. Zieht ja nicht seine Kleidung aus. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bewahrt ihn noch, während er tot ist. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Also musste nochmal Gesetzgebung herabkommen, als eine Art Wunder für diese Zeit, für diese Sahaba, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angezogen bleiben soll und muss. وروى سالم بن عبيد سالم ابن عبيد überliefert أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمرهم أن يغسلوه بنو أبيه. Und Salim ibn Ubaid überlieferte, dass Abu Bakr sagte und hat ihnen befohlen, dass ihn nur die Angehörigen seines Vaters waschen sollen. Also Ali beispielsweise, Al-Abbas und sein Sohn Al-Fadl, Usama und sein Diener Shukran, der war für das Wasser zuständig. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bei Ali wollte es sogar der Prophet صلى الله عليه وسلم, soweit ich weiß, dass er ihn mitwäscht. Also nur die Angehörigen seines Vaters, das heißt Ali und Al-Abbas und sein Sohn Al-Fadl, so ist der Sohn von Al-Abbas, Usama und sein Diener oder Bediensteter Shukran. Und wie gesagt, Shukran war dafür zuständig, sehen wir gleich, soweit ich weiß noch, der für das Wasser zuständig war. فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيسُهُ. So haben sie angefangen, ihn zu waschen, während sein Gewand auf ihm drauf war. Sie haben einfach sein Gewand nass gemacht und es dann gerieben. Also war es auch gleichzeitig eine Art Tuch, um ihn halt gründlich zu waschen. يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيسِ. Genau, sie schütteten das Wasser über seine Kleidung. وَيُدَلِّكُونَهُ بِالْقَمِيسِ دُونَ أَيْدِيهِمْ. Und Delk ist dieses Reiben. Einfach dann das Gewand gepackt und dann sein Körper damit gerieben. So diente sein Gewand als ja, feuchtes Tuch, Schwamm und gleichzeitig haben sie ihn damit gewaschen. Ohne dass Hände Körper und Haut berühren. Also keiner hat seine Haut direkt berührt. Sallallahu alaihi wasallam. Doch Aisha bereute das irgendwie. Sie sagte, وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا تَقُولَ. Aisha pflegte zu sagen, später als dann Jahre vergangen sind, لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَسْتَدْبَرْتْ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ. Sie sagt, wenn ich an der Zeit drehen könnte, zurück, dann würde ich es so anordnen lassen, dass nur seine Frauen ihn waschen sollen. Warum? Weil die Frau darf ihren Mann komplett nackt sehen. Okay? Als hätte ihr das nicht gefallen, ihn mit Kleidung zu waschen. So nass mit Kleidung und es befeuchtet und ja, geht nicht. Das Bild sieht irgendwie nicht so natürlich aus, dass du einen in seiner Kleidung wäschst. Normalerweise, man zieht einen aus, wie alle anderen Toten ja auch. Deswegen haben sie ja gezweifelt. Sollen wir ihn ausziehen oder nicht? Doch die Ehefrau darf ihren Mann komplett nackt sehen. Ja, auch das Geschlechtsteil ist ja normal. Als würde sie sagen, dann hätte ich ihn oder wir Frauen ihn noch gründlicher gewaschen, weil die Frau darf von ihrem Ehemann alle intimen Bereiche sehen. Und als würde sie sagen, hätten wir ihn gewaschen, wäre es viel gründlicher und viel besser und viel sauberer. Heißt nicht, dass es unschmutzig war, aber einfach vom Auge her wäre es besser, wenn seine Frauen ihn gewaschen hätten, hätten wir seinen ganzen Körper komplett schön gereinigt, anstatt ihn mit nasser Kleidung zu waschen. وَيَرْوِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Ali Abi Talib überliefert, du siehst hier wieder viele, jeder erzählt das, was er gesehen hat. أَنَّهُ لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Er sagt, als ich ihn gewaschen habe, mit dabei war, ihn zu waschen, ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدَهُ فَقَالْ بِأَبِي الطَّيِّبِ طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا. Allah. Er sagt, als wir ihn so gewaschen haben, bin ich da hingegangen und wollte schauen, ob er was verliert, was so vor einem Toten
was er so verliert. Gemeint ist Exkremente, Kot, Urin etc. Wer bei einer Totenwaschung dabei war, weiß, dass das vom Toten nochmal herausfließt, weil der Totenwäscher nochmal schön seinen Bauch auf seinen Bauch drückt und ihn etwas, wie wenn hier sein Kopf ist, er nochmal ein bisschen erhebt und dann auf seinen Bauch so massiert, damit die letzten Exkremente herauskommen. Ja, lieber Abi Talib sagt, ich bin da hingegangen, habe so geschaut, ob er davon irgendwas verloren hat. Er sagte, nichts Unreines kam aus ihm heraus. Mein Vater und Mutter sollen für dich geopfert werden. Du bist so rein und so sauber, tot und lebendig. Sallallahu alaihi wasallam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تفقد كفنه وهو ينزع. Und er hat schon darauf hingewiesen, sallallahu alaihi wasallam, und danach gefragt nach seinen Toten, nach seinen Leichentüchern, während er so in seinen letzten Momenten des Todes war. Na. فنظر صلى الله عليه وسلم الى ثوب عليه كان يمرض فيه. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ila thawbin alayh, auf ein Gewand geschaut, was auf ihm war. Kana yumarradu fihi, das hatte er in seiner Krankenpflege an. Bihi rad'un min za'afran, da waren Spuren von Safran drauf. Faqal, dann sagte er, irsilu thawbi hadha wazidu alayhi thawbaini fakaffinu ni fiha. Er sagte, wascht dieses Tuch hier und dann tut noch ein zwei Tücher drauf und dann wickelt mich in diese hinein. Qultu. Dann sagte sie, oder er, inna hadha khalaqun, ist doch alt. Ist schon, wie sagt man, ja, ausgeleiert und schon zu oft angezogen. Qal, inna al-hayya ahaqqu bil-jadidi min al-mayyid. Salawatullahi wa salamu alayhi. Er sagt nach dem Motto, soll es doch alt sein, denn der Lebendige hat mehr Recht auf etwas Neues als der Tote. Also keine Verschwendung bei Friedhöfen. Nichts. Dunja hat keinen Wert für ihn und interessiert ihn nicht. So sollte es ja auch sein. Wieso sollte ich teure Leichentücher anziehen? Nimm lieber das Geld und gebe es einem Bedürftigen oder lasse einen Lebendigen es anziehen, als es einem Toten zu geben. Und es erinnert mich auch an Umar ibn al-Khattab, als ihm gesagt wurde, oh Umar, das Tuch der Kaaba, ihr kennt das auf der Kaaba, es ist immer ein Tuch, was es bedeckt. Er sagt nur, Umar, dieses Tuch ist ausgeleiert. Ja, es ist schon, fetzt schon herum. Lass uns doch ein neues Tuch für die Kaaba kaufen, für die Kaaba, das Haus Allahs. Er sagte, nein. Die Bäuche der Muslime zu füllen, hat er ein Recht, als die Kaaba neu zu bekleiden. Um den Wert des Muslims zu zeigen, subhanallah. Und da sagte der Prophet auch, er sagt, egal, soll doch mein Gewand alt sein. Wenn ihr was Neues machen wollt, gibt es einem Lebendigen und nicht einem, der jetzt bald stirbt. Wa kufina sallallahu alaihi wasallam fi thawbin najrani wa raytataini. Also er wurde in zwei Tücher eingewickelt, die sehr sanft und dünn waren. Und Najran ist in Jemen, also Tücher aus dem Jemen. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسوف ليس فيهن قميص ولا عمامة. Das ist die ausführlichste Überlieferung. Sie sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde in drei Tücher eingewickelt. Jemenitische Tücher, weiß. Suhuliyah ist der Ort im Jemen, aus einem Dorf. Min Kursufin, aus Baumwolle. Also dünne, schöne, weiße Baumwolle. Laysa fihinna qamisun wala imama. Darunter hat er weder ein Gewand angehabt, noch einen Turban. وأشكل على الناس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في برد يماني وهو الحلة والحبرة فقالت عائشة und die Menschen haben dann, ja, es ist ihnen irgendwie schwer gefallen oder ist eine Art Meinungsverschiedenheit entstanden, ist er nun في برد يماني, eine Art Gewand, jemenitisches Gewand, وهو الحلة أو الحبرة. الحلة ist so eine Art Gewand,
gestreiftes Gewand, dann sagte Aisha und hat das Problem gelöst. قَدْ أُوتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ. Ja, es wurde zwar gebracht, dieses Gewand, aber es wurde zurückgewiesen. Und sie haben ihn darin nicht eingewickelt. ثُمَّ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ. Dann aber wurde er, wie in den vorher beschriebenen jemenitischen Tüchern, eingewickelt. صلى الله عليه وسلم. كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. Diese gehörten Abdullah ibn Abi Bakr. ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم. Dann haben sie dieses auch abgezogen. فَأَخَذَهَا عَبْدُ ibn Abi Bakr. Dann hat sie Abdullah ibn Abi Bakr genommen. فَقَال. Dann sagte er, لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي. Ich werde sie aufbewahren, bis ich darin dann eingewickelt werde, wenn ich sterbe. وَلِذَلِكَ ذَكَرُوا لِعَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها ما ذَكَرُوا فَأَنْكَرَتْهُ وَقَالَتْ. Also haben sie ihr dann gesagt, was sie so sagten, Tücher, Gewand, Kleid, tralala, bis sie dann sagte, أَمَّا الْحُلَّةِ, was diese Hulla, dieses Kleid angeht, فَإِنَّمَا شُبِّهَا عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةِ. Sie sagt, was dieses Kleid angeht, so kam es den Menschen vor, oder es hat die Runde gemacht, dass es für ihn gekauft wurde extra, um ihn darin zu wickeln, so wurde es unterlassen. وقال الترمذي, Imam al-Tirmidhi sagte, رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ. Wie du merkst, verschiedene Überlieferungen. Ja, was denn nun? Imam al-Tirmidhi sagt, es gibt verschiedene Überlieferungen in Bezug auf, in was er denn nun eingewickelt wurde. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. Und die Hadithe von Aisha sind die authentischsten, die in dieser Thematik überliefert worden sind. Naam. Also sagen wir diese Aussage von Aisha. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب in drei Gewändern يمنية يمنيتische aus dem Dorf Suhulia aus dem Dorf Suhul die weiß waren dünn aus Baumwolle er hatte kein Gewand drunter und kein Turban Punkt وبدأ الناس يجهزون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه so jetzt haben wir ihn gewaschen und eingewickelt und jetzt beten wir für ihn. Innaha salatul wada'i wa fi ddarihi wa fi al-akfani ahzan. Er sagt, es ist das Abschiedsgebet. Danach werden wir ihn nie wiedersehen im Diesseits. Wa fi ddarihi wa fi al-akfani ahzan. Hier wieder metaphorisch Rhetorik. Er sagt und in seiner Wohnung wa fi al-akfan und in den Leichentüchern befindet sich Trauer. Yani, Wortspiele. Natürlich ist Trauer vorhanden, aber er sagt, in den Leichentüchern und in der Wohnung befindet sich Trauer. Sie haben ihn gewaschen und eingewickelt. Jetzt nur noch Gebet und dann in die Erde hinein. Subhanallah. Ad-Darih ist der Ort des Toten, da wo er begraben wird. Innaha salatul wada'i wa innal wada'a liman tuhibbu qalil. Es ist das Abschiedsgebet und der Abschied, für den du liebst, ist wenig. Kennst du das, wenn du dich von jemandem verabschiedest, den du sehr gerne hast? Dieser Augenblick ist sehr kurz, schmerzvoll, schmerzhaft. Innaha salatul wada'i wa innahu ar-rahilu ila ad-dar al-akhirah. Es ist das Abschiedsgebet und die Reise ins Jenseits beginnt für unseren Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Innaha al-ummatu thakla biwafati nabiyiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Es ist nun die schmerzleidende Ummah-Gemeinschaft des Propheten aufgrund des Todes ihres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Innaha salatul wada', es ist das Abschiedsgebet. فودع فؤادك
توديع الفراق من سيد الأنبياء. So verabschiede dich von deinem Herz. توديع الفراق من سيد الأنبياء. Abschied, Trennung von den Führern der Propheten. Es ist kein normaler Mensch und erst recht kein normaler Prophet. Es ist der Führer aller Propheten und Gesandten, die jemals entsandt wurden. Der beliebteste Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt. Und das haben die Sahaba gerade in ihren Herzen, diese Schwere, diese Last, und sie waschen ihn und wickeln ihn ein und wissen, das sind noch ein paar Momente und dann ist er weg. فقالوا, so sagten sie, Ya sahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayusalla ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, O Freund des Propheten, sie meint Abu Bakr, betet man für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, Abu Bakrs Stellung wieder und Wissen. Er sagte ja. فقالوا كيف, sie sagten wie? قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون. Er sagt, eine Gruppe soll reinkommen in die Wohnung zu Aisha. Dann sollen sie den Takbir aussprechen, Allahu Akbar, und beten, so wie man halt das Totengebet betet. Er hat es ihnen ja in Lebzeiten beigebracht. Dann beten sie und machen Dua für ihn und dann gehen sie raus. ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. Also dann immer in Gruppenweise. Gruppe kommt rein, beten für ihn raus. Gruppe kommt rein, beten. So. فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. Von dieser Tür rein, gebetet und von der anderen wieder raus. Und so weiter. وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد. Sie sind in Gruppen reingekommen ohne Imam. Es gab keinen Imam, der vorgebetet hat. Wenn fünf reinkamen, haben fünf für ihn gebetet. Jeder für sich selbst. وقال ابن عبد البر, ابن عبد البر sagte, das ist ein großer malikitischer Gelehrte aus dem Maghrib. Ja, sogar Marokko könnte man sagen. Er wird auch Al-Bukhari des Maghribs genannt. Der Bukhari des Maghrebs, weil er ein Gebirge, ein Berg war in Wissen. Er hat zwei riesen Enzyklopädien geschrieben, Al-Istidkar und Al-Tamhid. In einem erklärte er die Al-Muwatta, in einer riesen Enzyklopädie, über 20 Bänder. Er sagte, وَأَمَّا صَلَاتُ النَّاسِ عَلَيْهِ أَفْذَاذَا فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَارِ وَجَمَاعَةِ أَهْلِ النَّقْلِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. Also er überliefert hier den Konsens. Er sagt, was das Gebet angeht, dass sie in Gruppen reinkamen, فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ, so ist das Konsens. عَلَيْهِ أَهْلُ السِّيَارِ, die Leute, die Gelehrten der Biografien und der Historie, der Geschichte, haben sich darauf geeinigt, ohne Ikhtilaf dabei zu haben. Und das überliefert er in seinem Buch At-Tamhid Lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal-Asanid. So heißt sein Buch. At-Tamhid in Bezug auf was in Al-Muwatta ist von Bedeutungen und Überlieferungsketten. وقال ابن كثير, ابن كثير, der bekannte Tafsir-Gelehrte, وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادا لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. Das überlieferte in Al-Bidaya wa Nihaya, Anfang und das Ende, Ibn Kathir sagt, und diese Tat, und zwar, dass sie für ihn gebetet haben, einzeln, ohne dass jemand für sie vorbetet, ist eine Angelegenheit, bei der Konsens herrscht, ohne einen Khilaf, ohne einen Zweifel oder ohne Meinungsverschiedenheit. لقد صار الأمر الحقيقة الكبرى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Also die Angelegenheit ist eine große Realität jetzt geworden. Jetzt langsam die Leute begreifen wirklich, er ist tot. Wir haben ihn gerade gewaschen und eingewickelt. فهل تصدق أمهات المؤمنين أنهن لن يرينه بعد اليوم؟ Was ist denn mit den Mutter der Gläubigen, seine Ehefrauen, die engsten Personen zu ihm? Werden sie es für wahr halten, dass sie ihn nicht mehr sehen werden?
الليل يكسو المدينة بالبكاء وبالدموع تجري سواكب دمعها نحو اللحى نحو الخدود. Die Nacht bricht ein. Und Medina ist bedeckt mit Tränen und Weinen und Schluchzen. Die Tränen gießen und befeuchten die Bärte und befeuchten die Wangen. Fatima, seine Tochter, weint. Die Ehefrauen weinen. Aisha radiallahu anha hat sich sogar von ihm persönlich verabschiedet und hatte die letzten Augenblicke, das Glück sozusagen, die letzten Augenblicke mit ihm noch zu verbringen. Und das Stück Fleisch von ihm, nämlich Fatima, so hat er sie immer beschrieben, sie ist ein Teil von mir. Das Teil von ihm, Fatima, weint. Und wir haben die Überlieferung gelesen, dass sie sich bei Jibril meldet und sagt, er ist gestorben. هاهن أمهات المؤمنين يبكين النبي الحبيب الغالي. Und die Frauen natürlich, jeder war in eine Art Trauer, die er vorher noch nie verspürt hat. Die kleinen Kinder aber sind am Schlafen. Die Nacht ist eingebrochen. قالوا يا صاحب رسول الله. Und sie fragten wieder, o Freund des Propheten, nämlich Abu Bakr, أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. O Freund des Propheten, wird der Prophet auch begraben? Er sagte ja. قالوا أين؟ Sie sagten wo. قال er sagte في المكان الذي قبض الله فيه روحه. Er sagte da, wo Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele genommen hat. Also am gleichen Ort. Und zwar in der Wohnung von Aisha. ها هي الفؤوس تشقها مع. Und dann wurde Beil und Axt geholt und in den Boden gehauen. تصدعهما معا. Ein Loch wurde gegraben. قلوب الصالحين. Subhanallah, der Autor spricht so rhetorisch. Er sagt, die Äxte. Allahu Akbar. Hauen die den Boden ein Loch, aber auch gleichzeitig ein Loch in ihre Herzen. Mit jedem Schlag wissen sie, gleich tue ich ihn da persönlich rein. Subhanallah. قلوب الصالحين والأرض التي تضم إليها سيد ولد آدم أجمعين محمدا صلى الله عليه وسلم. Genau, er sagt, sie hauen auf die Erde und graben sein Loch und es tut ihnen auch im Herzen weh, da sie wissen, ich bin jetzt gleich dafür zuständig oder schuld, in Klammern schuld, dass ich ihn gleich nicht mehr sehen werde. Also muss er ein Loch graben, weil er muss ja begraben werden, aber gleichzeitig tut es ihm im Herzen weh. Dann, wie wurde für ihn sallallahu alaihi wasallam begraben? Wir haben ja die Lahd-Form und die Shaq-Form. Die Lahd-Form ist, dass du ein Loch, ein Grab in die Erde hineintust und dann in der Seite eine Art Öffnung, um ihn wie einen Chip auf die rechte Schulter reinzustecken. Es geht so runter. Hier ist jetzt das Loch, hier sind die zwei Wände. Hier ist der Boden des Grabes und hier rechts und links sind die Wände. Jetzt kommt der Tote hier runter. Du grabst hier nochmal in der Wand einen Ritz oder ein Loch, Rechteck rein, damit du ihn, wenn der Tote herabkommt, mit Rücken und dann auf die rechte Seite, zack, in diese Öffnung hinein und dann mit Ziegelsteinen und Hölzern zugemacht und dann wird alles zugemacht. Das ist die Lahd-Form. Und werden gleich sehen, dass er diese auch bekommen hat. Dann gibt es die Shaq-Form.
Schaq ist, das ist das Grab und das ist der Grabesboden. In dem Boden gräbst du nochmal ein kleineres Grab, auch ein bisschen tief, und dann kommt der Tote da rein. Nicht in die Seite, sondern in den Grabboden rein. Also ein kleines Grab im Grab selbst. Diese zwei Arten gibt es. Und hier sagt er, الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة. أبو طلحة hat die sogenannte Lahd-Form, die erste Form, für den Propheten صلى الله عليه وسلم gegraben. In die Wohnung, genau. عن عائشة أم المؤمنين قالت. Und natürlich, Aisha war nicht in der Wohnung. Sie hat die Wohnung verlassen aufgrund der Männer. Sie sagte, ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. Und hier ist der Beweis. Sie sagt, wir wussten gar nicht, wann er begraben wurde, bis wir das Schlagen der Werkzeuge, Axt, Schaufeln, Beil gehört haben. Mitten in der Nacht. In der Sahar-Zeit. In der Sahar-Zeit, das heißt, vor dem Fajr. Sallallahu alaihi wasallam. واكتسب المدينة بالحزن المعتق وتفتقت القلوب بالأسى والليل يقطعه وقع المساحي والكرازين. Ja, wie gesagt, AC wieder. Da oben habe ich vergessen, das, die Nacht von Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch haben sie sein Grab gegraben. So steht es in der Überlieferung, Musnad von Imam Ahmed. واكتسب المدينة بالحزن. Hier widerspricht er rhetorisch, dass Medina in Trauer verfällt. Und die Herzen zerrissen sind aufgrund von Trauer und die Nacht durchbrechen Töne von Äxten und Beile. وَكَانَ وَقْعُ الْمَسَاحِي فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. Genau, dieser Laut von Beilen und diese ganzen Werkzeugen kam aus dem Ort, wo er gestorben ist. Wenn jemand ihn gesucht hätte, hätte er ihn in seiner Wohnung gefunden, wo er verstorben ist. Sallallahu alaihi wasallam. كما ذكره أبو بكر. So ist Abu Bakr überliefert. سمعت من رسول الله. Ich hörte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, dass ich nie, das, was ich nie vergessen habe, nämlich ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه. Es wird kein Prophet sterben genommen von Allah, außer an dem Ort, in dem er es liebt, dass dort seine Seele genommen wird. Und wir haben ja gesehen, dass er sehr gerne bei Aisha sein wollte, in ihrer Wohnung. Also hat Allah ihm diesen Gefallen getan und ihn auch dort sterben lassen. فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. Denn Allah nimmt ihn nur an einem reinen, guten Ort, bei Aisha in der Wohnung. ولوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. Hier haben wir es. Und für ihn wurde der Lahd verrichtet, also die erste Form, und danach Ziegelsteine zugemacht auf ihn. Also die Lücke, die dann rechts reingegraben wird, wird zugemacht mit Ziegelstein. وجعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء. Und bevor er reingetan wurde, wurde auf dem Boden ein rotes Tuch hingelegt. In Lebzeiten hat er immer darauf gesessen, hat sich vorher ausgebreitet und dann sich darauf gesessen. Ein rotes Tuch. Er hat sich damit auch zugedeckt. So wollte Shukran, dass es keiner danach benutzt. Shukran war derjenige, der mitgeholfen hat bei der Totenwaschung. So hat er es doch mal hingelegt. Guck mal, was für eine Gabe, dass er dem Propheten so eine Art, ja, Decke, Matratze hinlegt, dass er nicht direkt auf dem nackten Boden liegt. Nochmal ein schönes, weiches Tuch und dann seinen Körper drauf.
Genau, und Shukran wollte, dass niemand es benutzt. Vielleicht wären Streitigkeiten aufgetreten. Er hat es ihm gegeben, dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية مسلم und in der Überlieferung von Muslim جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. Ins Grab des Propheten صلى الله عليه وسلم wurde ein rotes Tuch hineingelegt. Also, es war der Bedienstete des Propheten صلى الله عليه وسلم. Er hat die Ehre gehabt, nochmal ins Grab abzusteigen. In Bezug auf Gräber ist kein Grab bekannt eines Propheten, außer unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Aussage von Ibn Taymiyyah. Qala Shukran, dieser Shukran sagte radiallahu ta'ala anhu, Ana wallahi tarahtu al-qatifata tahta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qabr. Er sagt, bei Allah, ich war's, der dieses rote Tuch unter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt hat. وَوُضِعَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي لَحْدِهِ Und dann wurde er in sein Lahd, also in der ersten Grabform, hineingelegt, صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا Jabir sagte, إِنَّ نَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُلْحِدْ Also er hat den Lahd bekommen, die erste Form, das mit der Seite hineingraben. وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبَ Und dann wurden Ziegelsteine zugemacht. وَوُلِيَ دَفْنُهُ وَإِجْنَانُهُ مِنْ دُونِ النَّاسِ أَرْبَعَ Und vier waren dafür zuständig, ihn ins Grab zu legen und dann Erde auf ihn zu werfen, nämlich Ali und Al-Abbas und Al-Fadl, also Bruder von Abdullah ibn Abbas, beziehungsweise der Cousin vom Propheten, und Salih, das ist Shukrans Name, so heißt er, Salih, der mit dem roten Tuch. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بدين ستة البروفيت صلى الله عليه وسلم وصار اللحد سنة und diese lahd form diese erste form ist die sunnah so begraben wir unsere toten واقتدى به اصحابه und die gefährten praktizierten es dann auch danach قال سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص sagte الحدو او الحدو الحدو لي لحدا Macht für mich diese Lahd-Form, die erste Form, wenn ich sterbe. Und dann macht die Lücke zu mit Ziegelsteinen. Kama sunia bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, so ist für den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch getan wurde. Wa kana al-lahdu wifqa hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Und dieser Lahd war auch gemäß dem Hadith von Ibn Abbas, nämlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Lahdu lana wa shaqqu li ghayrina. Al-Lahdu ist für uns Muslime und Al-Shaqq, diese zweite Form, die ich erklärt habe, ist für die anderen, also für die Nicht-Muslime. Wa qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba alayhi al-labinu nasba. Hier, das sagt auch Jabir, dass für den Propheten die Lahd-Form ausgesucht wurde und ihn dann mit Ziegelsteinen bedeckt haben. وقال المغيرة بن شعبة, der großartige Gefährte, der hier ist eine schöne Begebenheit. Er sagt, قد بقي من رجليه شيء لم يصلحوه. Als sie ihn so begraben haben und etc., war noch etwas von seinen Füßen zu sehen, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. لم يصلحه قالوا فادخل فاصلحه dann sagten sie zu Mughira bin Shu'ba geh rein und mach es gerade und bedeck das nochmal فدخل dann ist er rein وادخل يده فمس قدميه da hat er seine Hand reingetan und nochmal die Füße des Propheten صلى الله عليه وسلم berührt فقال اهيلوا علي التراب da sagte jetzt wirft noch mehr Sand rein damit ich das dann nochmal hier zurecht drücke فأهالوا عليه التراب und dann haben sie auf ihn Erde geschmissen حتى بلغ أنصاف ساقيه bis von المغيرة بن شعبة die so Sand hoch war Erde hoch war bis zu seinen Schienbeinen schon warum weil er lange verzögert hat drinnen zu bleiben er wollte noch der letzte sein der Kontakt hatte mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم
von Maharaj, dann kam er raus und pflegte danach zu sagen, ich bin der Letzte, der Zeit mit ihm verbracht hat, sallallahu alaihi wasallam. Ahilu alayya turab, wirft auf mich Sand. Ahilu alayya turab, wirft auf mich Sand. Faka'annahu la yuridu an yakhruja min jiwarihi, sallallahu alaihi wasallam. Als er noch drin war, sagte er, wirft mehr, wirft mehr, wirft mehr, als würde er gar nicht mehr raus wollen und mit ihm begraben werden. Thumma dufina, und dann wurde er tatsächlich letztendlich begraben, sallallahu alaihi wasallam. Dufina, sallallahu alaihi wasallam, atusaddiqun, er wurde begraben. Ist das wahr? Sagt der Autor. Dufina sallallahu alaihi wasallam, فكيف طابت نفوس ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Wie habt ihr es verkraftet? Wie haben eure Herzen es verkraftet, Erde auf ihn zu werfen? ورفع قبره صلى الله عليه وسلم من الارض نحو من شبر. Unser Grab wurde erhoben, eine Handspanne oder etwas größer. Und Ibn al-Qayyim erlaubt sogar, dass man das mit Steine befestigen darf, damit der Sand nicht so davon weht, durch Wind, darf man Steine drauflegen. وتحققت رؤيا عائشة رضي الله تعالى عنها ودفن في بيتها القمر الأول محمد صلى الله عليه وسلم. Der Traum von Aisha رضي الله عنها hat sich auch erfüllt. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten in unserer Playlist oder nicht. Auf jeden Fall wird er hier nochmal erwähnt. Sie sagt, رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَتَتْ فِي حُجْرَتِي. Sie sagt, im Traum sah ich, dass drei Monde in meine Wohnung gefallen sind. فَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ. Dann fragt sie ihren Vater Abu Bakr, und er war ein exzellenter Traumdeuter. Dann sagte er zu Aisha, ja Aisha, oh meine Tochter, oh Aisha, in tasduq ru'yak, wenn dieses Traumgesicht wahr ist und wahr werden wird, dann wird in deiner Wohnung khayru ahli al-ardi thalathatun, einer von drei besten Geschöpfen, nein, khayru ahli al-ardi thalatha, die besten drei der Menschheit von dieser Erde werden in deiner Wohnung begraben werden. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن, als der Prophet صلى الله عليه وسلم gestorben ist und begraben wurde, قال لي أبو بكر يا عائشة هذا خير أقمارك وهو أحدها. سبحان الله. Er sagt, oh Aisha, in Klammern, weiß noch der Traum, das ist der erste Mond und ist der beste, weil in ihrer Wohnung wird noch wer begraben werden? Abu Bakr und Umar, die drei Monde. سبحان الله. قال أنس, أنس بن مالك رضي الله عنه sagte, ما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. Sagt, als wir fertig waren und gerade so den Sand von uns weggehauen haben und uns sauber gemacht haben, haben wir unsere Herzen hinterfragt. Als hätten wir was Verwerfliches gemacht. Was haben wir gemacht? Wir haben Sand auf ihn geworfen. Ist er wirklich tot? So nach dem Motto. وَهُوَ مَا أَكَّدَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ. Und das ist, was Ubay bin Ka'b, der Führer der Rezitatoren der Sahaba, bestätigte. Er sagte, كُنَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَإِنَّمَا وَجْهُنَا وَاحِدٌ لَمَّا قُبِدْ نَظَرْنَا هَكَذَا وَهَكَذَا. سبحان الله. Er sagt, wenn wir, als wir mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم waren, war unser Gesicht ein Gesicht. Doch als er gestorben ist, da haben wir so nach links und rechts geschaut, und als wären wir in Zweifel und in Trance und wissen nicht, was gerade passiert. Schwierige Zeit. وَيَتَفَقَّدُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَيْتَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا. Anas ibn Malik suchte dann nach Fatima und ging zu ihr. قال, er sagte, فلما دفناه صلى الله عليه وسلم ممرت بمنزل فاطمة. Anas erzählt, als wir fertig waren mit dem Begräbnis, bin ich an der Wohnung von Fatima vorbeigegangen. فقال, dann sagte sie, ja Anas, o Anas, أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Wie haben eure Seelen es verkraftet, Erde, Sand auf den Propheten صلى الله عليه وسلم zu werfen? Sie tadelt ihn natürlich nicht, sie ist in Trauer und in Sorge.
وحثوا التراب يا فاطمة. Der Auto sagt, ja Fatima, sie haben Erde auf ihn geworfen. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und er wurde begraben, صلى الله عليه وسلم. ووقع الفراق. Und die Trennung hat stattgefunden. وانفصمت العرى. Der Knoten ist gebrochen. وأظلمت آطام المدينة. Und die Häuser und Wohnungen Medinas haben sich verdunkelt. كما أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه. So wie es Anas berichtete. Er sagt, als der Tag war, فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. Als er gestorben ist, hat sich irgendwie alles verdunkelt in Medina. فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. Ich habe keinen dunkleren, finsteren Tag erlebt und keinen hässlicheren Tag erlebt als den Tag, an dem er صلى الله عليه وسلم verstorben ist. Schockzustand, Schock. Derjenige, der Verbindung hatte zu Jibril und Allah, der vom Verborgenen erzählt hat, bei dem sie gefragt haben und mit ihm viel erlebt haben, ist weg. Du bist alleine jetzt. Du weißt, der Kontakt zum Himmel ist abgebrochen. Als würde man so hilflos jetzt da sein. وَتُوفِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. Er ist gestorben im Alter von 63 Jahren. Überliefert im Bukhari. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. Es gibt auch andere Aussagen dazu, wann er gestorben ist. So überlieferte Imam al-Tirmidhi von Ibn Abbas, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gestorben ist im Alter von 65. Wa warada an Ibn Abbas aydan, ebenfalls von Ibn Abbas, dass er sallallahu alaihi wasallam gestorben ist im Alter von 63. Und Ibn Hajar al-Asqalani in seiner Überlieferung, in seiner Erklärung von Sahih al-Bukhari Fath al-Bari sagt: الجمهور على أن عمره صلى الله عليه وسلم حين وفاته كان 63. Also Ibn Hajar sagt, الجمهور sind die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass er im Alter gestorben ist von 63 Jahren. Das ist das Gängigste. Dann wartet auf uns ein letztes Kapitel noch, und zwar Al-Bukau min al-Firaq. Kurz noch einige Sachen über das Weinen, was da nochmal stattgefunden hat. Das ist ein kurzes Kapitel, das letzte Kapitel über das Weinen über ihn, das dann alles im letzten Teil, inshallah ta'ala. Hadha wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.